wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Wenn sich jemand eine Lokomotive kauft, dann möchte der im Normalfall, genau wie ein Autokäufer, das eine oder andere extra dazu buchen. Herr Blank, bei Ihrer Smartron von Siemens geht das nicht. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? Das ist der einfache Ansatz. Wir wollten dem Kunden einen unschlagbaren Preis bieten, nämlich 2,5 Millionen. Und dafür ist eben die Konfiguration einer Lok nicht möglich. Das heißt aber nicht, dass er jetzt eine Lok mit geringeren Features erhält, sondern er erhält eine Lok, die wir designt haben für den deutschen Güterzugverkehr. Und dieses Design ist eben so gestaltet, dass wir sagen, diese Lok erfüllt alle Anforderungen, die ich für den Güterverkehr brauche. Und habe die Lok ein bisschen entfeint, ein bisschen Komponenten weggelassen, aber trotzdem das normale Vectron-Bedienkonzept und dieses ganze Vectron-Gleichteile-Konzept in der Lok belassen. Damit ist es möglich, dass der Kunde unsere Lok auch im Internet bestellt und diesen unschlagbaren Preis von 2,5 Millionen zu ermöglichen. Wow, eine Lok im Internet bestellen. Brauchen Sie aber einen großen Warenkorb, ne? Da braucht man wirklich einen sehr großen Warenkorb, ne? Und es ist schon sehr erstaunlich. Wir haben heute die erste Lok verkauft über Internet. Es gibt ja einen Standardvertrag und dieser Standardvertrag ist für alle Kunden gleich, ne? Und das heißt, der Kunde kann sich alles vorher durchlesen, kann sagen, ja, das passt, ne? Die Lok ist für meine Ansprüche genau richtig designt und konfiguriert vom Siemens, ne? Und dann nehme ich mein Tablet und bestelle die Lok. Weil man kann ja sowieso nichts ändern. Noch nicht mal die Farbe, glaube ich, oder? Nein, wir finden eben unser Smartron-Blau total attraktiv. Und der Kunde kann deswegen nichts daran verändern, weil diese Lok optimal für den deutschen Güterverkehr von uns konfiguriert wurde. Sehr spannende Idee. Vielen Dank. Gerne.